Ein tolles Jubiläum, eine tolle Veranstaltung. Wie geht's dann? Sehr nervös waren wir, aber jetzt ist die Nervosität schon weg. Es geht gut, es läuft alles super, alles passt. Bist du zufrieden mit der Veranstaltung heute? Ja, sehr. Also es sind sehr viele Arbeiten davor gewesen, aber wir haben das super gemeistert. Ja, man sieht ja, die Besucher sind da. Das ist das schönste für einen Veranstalter. Als Obfrau, du hast es ja in einer schwierigen Zeit übernommen, die Jungkapelle. Was waren denn da so die Herausforderungen für dich? Die Herausforderungen, ja, es war eine Zeit von Lockdowns eigentlich noch geprägt, wo wir nicht gewusst haben, darf man spielen, darf man proben, wie geht's weiter, was machen wir. Aber wir haben eigentlich das Beste daraus gemacht. Wir haben probiert, die Musiker zu motivieren. Sie haben einen Spaß bei der Probe, so soll es sein, und das war das Wichtigste eigentlich. Und so ist das Ganze dann auch entstanden, dass wir jetzt 23 Kinder haben. Das wollte ich nämlich gerade aussehen. Ihr habt ja einiges bewegt in der letzten Zeit, also wirklich die Jungkapelle ausgebaut. Von 13 Kindern innerhalb kürzester Zeit auf 23 inzwischen. Gratulation. Und was wünscht man sich als Obfrau für die Zukunft? Dass es so weitergeht, dass wir Erfolge feiern, dass die Leute so motivierter sind und zu unseren Konzerten kommen, dass die Musikerinnen und Musiker motiviert in die Proben kommen, mal gemeinsam musizieren und gemeinsam Spaß haben. Gut, danke. Bürgermeister Karl Fadinger, heute eine tolle Jubiläumsveranstaltung hier bei uns im Volkshaus. Als Bürgermeister hast du, glaube ich, eine besondere Beziehung zur Jugendkapelle. Ja, das muss man gestehen. Muss aber immer wieder dazu sagen, dass mir alle Vereine unglaublich wichtig sind, weil sie Individuelles leisten für St. Michael. Aber die Jugendkapelle, ja, insofern, das stimmt, habe ich eine besondere Beziehung, weil ich da ein Gründungsmitglied war. Und da ist ja 1970 vorweg schon, wo dann die offizielle Vereinsgründung 1972 war. Sehr schön. Ich habe auch gesehen, das Publikum ist ja heute begeistert von den Musikerinnen und Musikern, und es gibt ja auch einen besonderen Musiker heute bei der Jungkapelle dabei, oder? Ich glaube, es gibt mehrere besondere, ja, und ja, ich weiß schon, ich bin auch dabei. Das hat sich ergeben mit einer Anfrage vom Kapellmeister, und ich habe in einer guten Stimmung ja gesagt. Dahinter war dann sehr viel Probearbeiten, und bin aber jetzt sehr glücklich, dass ich mitspielen darf, und habe aber auch erkannt, was da für ein unglaubliches Engagement vom Kapellmeister dahinter ist, was die Kinder betrifft. Und die Kinder leisten schon ganz Großartiges. Und als St. Michaeler darf man sich freuen auf ein weiteres Konzert mit dir und der Jugendkapelle? Also
ich muss gestehen, nachdem ich jetzt so viel üben und proben habe müssen, werde ich weiterhin auch musikalisch mit der Jugendkapelle kooperieren und vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder dabei. Würde uns natürlich sehr, sehr freuen. Und zum Abschluss, was wünschst du persönlich und auch als Bürgermeister der Jugendkapelle für die Zukunft? Ja, auf alle Fälle das Allerbeste. Und dass in der Form, wie es jetzt geübt und trainiert wird und den Stellenwert auch musikalisch und natürlich auch im Sinne der Gesellschaftsentwicklung dieser Kinder, das Ganze nicht stehen bleibt, sondern sich auch noch weiterentwickelt. Heute 15 Jahre Jugendkapelle. Die Jugendkapelle hat ja einen besonderen Stellenwert auch für die Marktmusikkapelle, oder? Das ist definitiv so, ja. Die Jugendkapelle ist natürlich quasi die Zukunft der Marktmusikkapelle. Es beginnt ja bereits in der Volksschule, wie wir heute schon gehört haben, dann in die Musikschule und dann die Jugendkapelle. Und wie gesagt, die Schülerinnen und Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle sind in Wirklichkeit die Musikerinnen und Musiker der Marktmusikkapelle von morgen. Wie findest du die Veranstaltung heute da im Volkshaus? Na, es ist eine wirklich
absolut sehr, sehr gelungene Veranstaltung. Die Jugendkapelle bzw. sämtliche Vorstandsmitglieder der Jugendkapelle und auch die Eltern der Musikerinnen und Musiker der Jugendkapelle haben sich da wirklich schwer ins Zeug gelegt und haben da wirklich tolle Vorbereitungen getroffen, haben das mit dem Musikschulabschluss gemeinsam zusammengelegt und wir hören da heute wirklich tolle Darbietungen von jungen Künstlerinnen und Künstlern und es ist wirklich eine sehr gelungene Veranstaltung. Ich bin sehr, sehr gerne da und ich bin auch sehr, sehr stolz, dass ich auch da sein darf als Obmann der Marktmusikkapelle St. Michael.